Also das wäre ja was, wo ich sagen würde, geil. Mehr Gesundheits- und Zornkugeln ist was, was ich cool finde. Ja, okay, dann packt das mal rein. Genau. Ja, dafür müssen wir es bis dahin halt freischalten. Warte mal kurz. Aber das können wir eben. So, das heißt, hier müssen wir jetzt ein dieser drei machen. Angriffskraft erhöht. Angriffskraft erhöht um 2,5%, würde ich eher das nehmen. Ja, nimm den Nidornhund. Hier haben wir Feuerfloh, Explosion, Spieler nicht unterbrechen, keine Ahnung. Klone verspotten Gegner. Feuerfloh sind, glaube ich, diese blöden Typen, die auf uns zulaufen und dann einfach explodieren. Haben wir schon ein paar Mal. Aber unterbrechen? Ach so, wiederbeleben oder bei was? Ich habe sonst im Kampf Nee, nichts, und was eine Kampfzeit hat. unterbrechen. Ich habe aber zum Beispiel was, also ich vermute, das unterbricht dann einfach mein Schießen. Und wenn es dann nicht mehr unterbricht, dann schießt du einfach durch. Ja, okay, dann Es war ist es zum ja Beispiel bei cool. mir immer blöde, wenn das passiert, während ich meinem Super aktiv war. Super Serie lädt 5% schneller aus. War nach Parieren erlernst du, das klingt eigentlich Ich gut. kann parieren. Interessant. Ich würde das nehmen. Ich wusste nicht, dass ich parieren kann, aber vielleicht macht das automatisch oder ich bin doof. Jetzt können wir da oben was, das hatten wir schon eingesetzt, ne? Das hatten wir schon. Ja. Wir könnten jetzt gucken, ob wir, weil das ist nur noch eins entfernt, ob wir hier vorne das hier was bringt. Senkt erlittenen Schaden um 10%. Steinhaut, das bist du wahrscheinlich. Krähenfüße-Detonation, das weiß ich nicht. Ja. Das ist nicht passend. Ja, also wir könnten jetzt nach hier gehen. Da können wir aber eh nur das ausrüsten. Naja, das finde ich jetzt nicht so, dass ich denke, Wir könnten sonst in die Richtung gehen. Oh ja, da würde ich gerne hinkommen, wenn wir da hinkommen. Ja, ich auch. Okay, Angriffskraft um 1% erhöht. Die Auswahl zwischen Schattenklone verspotten Gegner. Klingengeist erhöht Wars Angriffskraft um 10%. Ja, setz es einfach mal rein. Wird bestimmt toll sein. Es ist auf jeden Fall besser als beim letzten Mal. Ja. So, wir kriegen mehr Munition und wir haben unsere Gesundheit um 5% erhöht. Jetzt könnten wir gucken. Zornkraft, ja, wenn wir auch noch aus. Obwohl. Ich würde es, glaube ich, eher entfernen. Ja, nee, wir lassen es. Wir haben jetzt noch. Was haben wir jetzt noch? Wir haben noch zwei Sachen über. Das wird nicht reichen, um noch was zu erreichen. Nee, nee, darum geht es mir auch gar nicht. Mir geht es nur, in welche Richtung wollen wir als nächstes gehen. Was ist das hier unten? Ah, die hier unten sind Jokerplätze, die großen. Also, da kannst du reinpacken, was du möchtest. Wir könnten also entweder nach da, wir könnten entweder versuchen, das hier dann bald freizuschalten, oder wir gehen nach hier. Ja, aber wir haben ja im Moment eh nicht mehr genug Kerne, von Ja, daher aber können wir uns ich das würde später trotzdem, dann. Ach so, ja. ja, okay. Ja, machen wir erstmal so, weil alles, was uns stärker macht, ist besser. Sammlung. Jetzt will ich mal eben kurz gucken. Können wir hier noch irgendwas machen? Sind nur theoretisch unsere Ja, ich Fähigkeiten. kann Schattenklone erzeugen und du kannst Klingengeisier machen. Was ist denn der Schattenklon? Ich weiß nämlich nicht, wie Und das machst du denn ist, den Klingengeisier? also wenn Ach, ich das so ist. Wirbel ist, Y gedrückt halten. Aber jetzt mache ich was anderes hier. Das ist auch spannend. Also ja, das ist mein Live-Lead jetzt. Okay, das hat er also ausgewählt. Das ist gut. Da waren wir ja nicht sicher. Okay, aber das machst du über Y, okay? Gedrückt Y halten. ist bei mir. Ja, ist bei mir. Ja, aber ist bei mir schneller Dings. Ich habe auch gerade das Gefühl, kann natürlich einfach Pech sein. Mich wundert halt, dass meine
Stärke, oh, Level 268 ist und bei dir nur 248. Ja. Ist aber eventuell nicht komplett vergleichbar. Ja, weiß ich nicht. Du hast halt viel mehr Gesundheit als ich. Das dürfte da wahrscheinlich, weil ne, Angriff und Zorn ist bei uns identisch. Die Gesundheit ist bei uns der große Unterschied. Das sind scheinbar die Aufwertungen, die wir gekauft haben. Ja. Also das Problem, was ich gerade sehe, ist, selbst wenn wir jetzt hier reingehen und wir gehen in die Arena, da werden wir sehe ich schon Tremans das Problem, was wahrscheinlich. ich Ja, sehe. 340 Minimum war, ne? Ich Ja. weiß allerdings natürlich nicht, ob das sozusagen Unterschied macht, weil wir zu zweit spielen. Dass wenn du zu zweit, dass wenn du jetzt sagst, wir sind Also das war definitiv quasi stärker als vorhin. 500, meinst du? Naja. Ja, genau, dass wir 516 genau hätten. Wir können es einfach mal Ich würde. probieren. Mehr als Ja. uns blamieren Genau. können wir nicht. Wir holen uns auch keine Infos. Scheiß drauf. Wir gehen einfach rein. Wir kloppen uns. Nächste Welle, okay. Ja. Ah ja, 10 Wellen kommen. Weil es würde mich halt wundern, wenn wir es sonst schon so weit geschafft hätten mit so viel. Wenn wir so viel zu schwach waren. Okay, das war die erste Welle scheinbar. Und wir haben ja zumindest schon mal wieder irgend so ein Dings extra, so ein extra Ding bekommen, was jetzt ja unsere Fertigkeiten theoretisch dann, also die wir da gerade gesockelt hatten, die Dinger. Da müssen wir dann vielleicht, wenn wir wieder ein bisschen weitergespielt haben, nochmal reingucken. Ja, aber ich habe das Gefühl, diesmal haben wir nicht nur irgendwas geklickt und Ja. eingesetzt, sondern vielleicht war es diesmal sinnvoller. Ja, genau. Wir haben das gemacht, was wir vermutlich schon vor langer Zeit hätten machen sollen. Aber es ist immer so anstrengend, wenn man nachdenken muss. Und ist irgendwo noch so ein. Ja, da war noch so ein Kackhund. Ah, diese Hunde sind Sehe mich scheiße. nicht. Ah, okay, du hast den anderen Hund scheinbar schon getötet. Ich sehe ihn zumindest. Nee, hier vorne ist er noch. Die Hunde sind scheiße, auf die sollten wir uns immer fokussieren. Die machen so einen blöden Feuerangriff, der richtig übel Aua macht. Aber dann wissen wir jetzt wenigstens auch, wofür wir die ganze Zeit diese blöden Kerne und sowas sammeln. Was es bringt, wenn wir davon 10 eingesammelt haben oder 20. Das wäre auch schön, wenn man so ein bisschen. Wie gesagt, müsste jetzt eigentlich noch rauskriegen, wie ich diese Schattenklone kriege, weil damit kann ich ja scheinbar vor allem die Akku von Verspotten, mir. ja. Ja. Ich sehe mich wieder nicht. Ja, tut mir leid, ich habe dich gerade eben ein bisschen geröstet, damit du nicht frierst. Nett. Ich sammle diese Kerne immer schon direkt ein, ne? Weil sobald man die sieht, falls man nachher sonst doch stirbt. Aber bisher würde ich ja sagen. Bisher geht. Ja. Ah, Oh, jetzt ich bin bin ich glaube ich tot. gest. Ach so, ja, du bist tot. Nee. Wo? Da. Da oben, wo mein Symbol ist. Danke. Ja. Ich gehe eben ein bisschen weg. Hat nichts mit dir zu tun. Nee. Wie gesagt, diese Hunde sind echt kacke. Und deren Angriff hat nicht eine Riesenreichweite. Da ist es für mich echt besser, wegzustehen.
Jetzt habe ich nicht gesehen, was für einen Kern ich eingesammelt habe. Mimimi. Oh. Tut mir ja total leid. Wir haben auch noch 4 Heiltränke. Interessant, ich habe mindestens einen ja, wir hatten wieder aufgerüstet, ne? Ich weiß wir haben nicht, mindestens einen. Ja, einen hatte ich nämlich gemacht. Ja, wie gesagt, macht bei dir auch. Also ich versuche halt immer Heiltränke, wenn es geht, zu vermeiden. Okay, Endboss. Ich kümmere mich vor allem erstmal nur ums um das kleinere Zeug, was kommt. Ja, wenn er zuhaut, willst du nicht drinstehen. Du bist nichts. Ihr seid Staub unter meiner Beise. Ich will gleich mal meinen, ich bin tot. Ich wollte gerade den Heiltrank drücken, bin links. Geht nicht. Warum geht's nicht? Macht nichts. Ja, dann überlebt. Ich mache euch platt. Okay, also der beschwört auch die ganze Zeit wieder neue Ads. Dementsprechend sollten wir uns nicht zu sehr auf die Ads, glaube ich, fokussieren. Obwohl, jetzt hat er gerade keine. Na, dann hau ich auch erstmal auf ihn drauf. Ich habe natürlich meinen. Ja, aber bei dem benutze ich halt meinen Fernkampf-Super, dass ich einfach nur mega schnell schieße, weil. Lässt mich nicht durch. Heiltränke bringen deutlich mehr. Das ist gut. Vielleicht hatte der doch eine Maximalanzahl an Ads, die er beschwört, und die haben wir jetzt alle weggeknallt. Ach hier, die Walze! Ist das nicht sogar ein Boss, den wir zwischendurch schon mal... Ja, aber ich meine, das wird ja passen, ne? Und er sagt ja irgendwie, das waren auch Bosse, die man schon in den Kapiteln hatte. Ja. Oder Gegner aus den Kapiteln. Oh, der lebt ja immer noch. Ja, ja, ich zeig dir gleich meine Peitsche. Hey, Walze. Mal auf. Ja. Mit meiner Peitsche kann ich ja auch umwalzen. Bam. Ja, sehr schön. Ich glaube, ich brauche nichts mehr machen. Bisschen blutig. Bilias Talisman. Seltener Talisman, Eigentum von Bilia. Riecht etwas merkwürdig. Wie du. Mit Disc. Ah, jetzt wird aber erstmal alles eingesammelt. Das war irgendwie nicht so viel, wie ich dachte. Ja, dann würde ich sagen, betreten wir die Leere. Ja. Guck mal, Wohnung abgeholt. Haben Wohnung richtig anfangen. Viele Punkte. Dafür bekommen wir, ja, das war's. Ja, aber wir könnten gleich theoretisch, und das würde ich vielleicht auch trotzdem eben einmal machen, bevor wir jetzt mit Dings reden und ihm die Aufgabe in den Kram geben. Lass uns doch nochmal eben schnell Arena 2 machen, oder? Mhm. Ja, 360, komm, 340 ging jetzt eigentlich ganz gut. Mhm. Okay. Einmal Schlackefloß, Höllenhunde, das schaffen wir. Ich glaube nicht, Tim. Wenn wir es nicht schaffen, schaffen wir es nicht. Aber auch wenn wir es nicht schaffen, müssten wir ja theoretisch eine Belohnung kriegen für das, was wir dann geschafft haben. Und das reicht dann vielleicht sogar schon, um uns die nächste Belohnung abzuholen. Für das Gleichgewicht. Ah, jetzt haben wir diese Kackhunde. Das ist ein Ende. Dein Urteil fällt.
Das war ein Fehler. Nee. Heiltrank. Ja. Was ich auch cool fände, wenn ich zum Beispiel Gesundheit aufnehme und du weniger hast, finde ich, dann. Also finde ich immer in Spielen geil, wenn man sich das dann irgendwie teilt oder so, ne? Aber. Du willst ja echt einen Lebensbalken mit mir teilen, du bist vollkommen verrückt. Nein, aber mal angenommen, ich bin bei irgendwie über x Prozent und ich nehme mein Ding auf, dass du dann einen Teil des Lebens, was ich sonst eigentlich aufgenommen hätte, dass du das kriegst. Gibt ja Spiele, da ist das der Fall. Gerade Spiele, die wie das hier so ja okay. Eigentlich davon leben, dass man es im Koop spielt. Geil. Ja, ich krieg's diesmal auch. Habe ich ja eben auch nicht. Vielleicht geht das in der Arena nicht. Ich konnte ja eben auch nicht überleben. Nee, ich glaube, das geht. Ich glaube, bei mir war nur das Problem, dass die Gegner zu nah dran waren und dass er deswegen dich nicht richtig anvisiert hat. Ich nehme mal einen Heiltrank. Noch 7. Bin ich tot? Okay, es geht. Oh, raus. Was denn? Was hat mich diesmal? Ach, der andere hat mich erwischt. Ich sehe gerade kein. Achso. Kein Wunder, dass ich keinen Gegner sehe. Es war ja auch keiner da. Das war schon alles. Das war schon alles. Sehe mich wieder nicht. Ich bin tot. Du bist tot. Ich guck eben, ob ich. Ich lieg wahrscheinlich ein bisschen ungünstig. Ja, das glaube ich auch. Dann überleb lieber. Ah, das ist ein befreundeter Dingshund. Ah, sehr schön. Stirb bitte nicht. Okay, aber ich glaube, die nächste Welle müssen wir dann gleich noch nicht machen.
Mal die nächste Stufe. Wellen haben wir hier die ganze Zeit. Ja, Entschuldigung, meine Herren, die nächste Stufe. Ich kümmere mich mal als erstes um die... du bist blöd gestorben. Seine Zauberer, der ist doch schon quasi tot. Ist er nicht tot? Ja, dann sind wir unterbrochen. Ja, ist egal. Lass mich. Überlebt. Wieder da. Ich habe alle Heiltränke benutzt, die ich hatte. Ja, du hast unsere ganzen Heiltränke benutzt. Habe ich gern gemacht. Bin tot. Der andere ist aber so gut wie tot. Ja, der schleudert nur gerade sein Schwert, was ein bisschen belastend ist. Danke. Und jetzt kommt noch der Boss und wir haben keine Heiltränke mehr. Das ist schön. Weil du sie alle verbraucht hast. Ja. Können wir nicht einfach nach Hause gehen? Ich bin tot. Danke. Nö. Wow. Und ich spawne direkt in dem Zeug, das der macht. Das war Sex Müller. Ja, versucht Live Leech in dem zu machen. Das war doof. Okay. Also mit dieser Live-Leech-Fähigkeit bin ich bisher leider nicht zufrieden. Schon wieder weg. Aber der ist fast tot. Das schaffst du bestimmt. Ja, ich kann dich aber nicht holen. Nee, dann versuchst du aber. Haltet still. Versuche zu zielen. Hat gesagt, du sollst stillhalten. Ja, aber wenn er diese Schusssachen macht, ist es einfachste einfach abwechselnd in beide Richtungen auszuweichen. Weil dann muss er erstmal anfangen zu drehen, wieder, also wieder zurückzugehen. Und das dauert scheinbar bei ihm ein bisschen. Ich reite auf ihm. Ja, Arena ist total schön, das reicht dann aber auch Arena-mäßig, würde ich sagen. Genau, wir holen uns noch eben fix etwaige Belohnung ab.
Deswegen muss ich da noch mal kurz warten. Sehr schön. Gut, und dann gehen wir zu unserem Best Buddy zurück, der diesmal hier hinten steht. Ich kriege das echt momentan irgendwie, das mit dem Springen ist echt nicht meine. Bin ich hier oder nicht? Ich weiß, ist das hier? Ja. Nicht schlecht, Reiter. Ihr sollt in der Hand jetzt deine Tante aufgeräumt haben. Was soll ich sagen? Das ist genau mein Ding. Oh, unser Ding. Ihr gefällt mir. Ah, der Talisman. Wirklich sehr schön. Und was tut er jetzt genau? Er tut gar nichts. Doch er gehörte mal Belial. Und sein Gestank haftet ihm noch an, sozusagen. So kann ich seinen schwerfälligen Schritten durch die Leere folgen. Gut, je eher er tot ist, desto eher kommen wir weiter. Ich kann euch nicht bis vor seine Tür führen, Reiter. Nur in sein Reich. Belial hat kein Reich. Wie ist das möglich? Jetzt schon. Es war ein Geschenk Luzifers, um seinen beträchtlichen Hunger zu stillen. Samael weiß mehr darüber als ich. Sprecht mit ihm. Ich kümmere mich um den Pfad. So, wollen wir jetzt erst noch mit Samael sprechen oder wollen wir direkt das Schlangenloch nutzen? Ich stelle mal kurz. Ich will gleich noch mal eben mit Samael reden. Ich möchte allerdings vorher eben kurz gucken, ob ich bei Dings nicht noch irgendwas kaufen kann. Was vielleicht meine Kraft erhöht, weil scheinbar bin ich ja noch nicht so stark. Ja, hast nicht genug gegessen. Spinat. Aber die Sachen sind ja, glaube ich, alternative Sachen. Du musst dich ja für eins entscheiden. Ja. Ich weiß nicht, ob das stärker macht. Ja, ja. Da können wir notfalls dann irgendwann mal noch Kerne kaufen. Vielleicht sollten wir dann wirklich aktuell ein bisschen sparen und danach im nächsten Kapitel kaufen wir dann die Kerne von Wulgrim passend zu unserem Talentbaum. Ja, das klingt. Haha, wäre eben auch passiert. Ja, ich krieg. Das war doch eigentlich springen, halten. Ich kann hier noch nichts wählen. Wir müssen wahrscheinlich doch erst mit Dings reden. Also, ich konnte es gerade. Ja, oder dann standst du da so nah dran. Nee, siehst du? Nee. Das haben wir schon. Aber wir haben doch den Talisman abgegeben. Das war doch. Ja, aber der hat ja gesagt, wir sollen noch mit Dings reden. Auch mit Samael. Der hat gesagt, wenn ihr wollt. Ich wollte ja eigentlich nicht. Ja, aber. Also, Belials Reich wartet. Ja, erklär mir das mal. Wann ist Belial vom Nichtsnutz zum Eigentümer eines Fleckchens Hölle aufgestiegen? Das war Luzifers Angebot im Austausch für Belials Dienste. Er erhielt 3 Totschreiter als Wächter und einen Platz in der Hölle, um Luzifer eine Waffe zu bauen. Eine, die wir noch nicht ganz begreifen. Totschreiter? Belial kommt noch immer nicht alleine klar. Jedenfalls wird Belial in ihrer Mitte unaufhaltbar sein. Ihr müsst einen Weg finden, sie zu eliminieren, damit er sie nicht rufen kann, wenn die Zeit kommt. Einen Weg finden? Wieso sie nicht einfach so eliminieren? Sie sind eine dreiköpfige Schlange, durch unsichtbare Macht verbunden. Der größte der 3 ist schwierig anzugreifen. Findet lieber heraus, woher ihr seine Stärke bezieht, bevor ihr ihn angreift. Und was ist mit der Waffe, die Belial baut? Das allsehende Auge wird Wulgrim mehr verraten,
während ihr die Totschreiter erledigt, falls ihr zurückkehrt, kümmern wir uns darum. Falls?